Oh, da hat's mich ja mal wieder echt bitter erwischt hier. Und ihr seht hier zu Anfang dieses Videos einen Angriff auf meine Base hier vom Viktor vom Clan gnadenlos auf mich hier. Und ja, irgendwie, ja, so wirklich hält meine drei oder Anti drei Sterne Base nicht mehr wirklich. Da muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen was tun. Aber ich meine, der Viktor kommt hier auch mit Maxed-Out-Truppen, noch nicht Maxed-Out-Helden, aber genau das macht mir eigentlich so Sorgen, denn bisher bin ich immer geräumt worden von jemandem, der Maxed-Out-Helden auch hat, also 45er Queen, 45er King und 20er Warden. Das ist hier jetzt ja mal gar nicht der Fall. Und boah, ja, an dieser Base, also irgendwas muss ich machen, deswegen gucke ich mir auch immer mal gerne so eine Wiederholung an und analysiere das Ganze, was kann ich noch verändern, wo kann ich eine Falle noch umlegen oder eine Defense noch mal umbauen, sodass die Truppen umgelenkt werden oder falsch gelenkt werden. Aber der Viktor macht das hier richtig gut, muss ich sagen. Und das kann ich natürlich auch anerkennen, gar keine Frage. Aber trotzdem war der CK hier, war ein guter CK. Und es war noch ein viel, viel schönerer Tag, auch wenn mir natürlich so ein bisschen der Tag hier vermiest wurde vom Viktor. Erstmal. Aber warum er dann noch einen schönen Ausgang hatte oder doch noch einen relativ schönen Ausgang und überhaupt einen schönen Tag hatte hier, das werden wir nach dem Kampf sehen. Also würde ich sagen, ich lasse das eben auslaufen und dann bis gleich. Naja. Oh, knapp. Okay, es war knapp. Aber trotzdem waren es drei. Was soll ich machen? Schönes Ding hier vom Viktor auf meine Base hier. Und jetzt legen wir aber auch los. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan, immer noch bei den Newbies. Also, es war ja ein hartes CK-Wochenende hier und ich weiß nicht, was ihr an diesem schönen Sonntag gemacht habt, aber ich glaube, man sieht das so ein bisschen an meiner Farbe hier. Ich habe so ein bisschen Teint, glaube ich, nochmal dazugelegt, denn heute war natürlich ein fantastischer Tag hier in Ostwestfalen-Lippe oder in Nordrhein-Westfalen vermutlich komplett. Also, hier hat den ganzen Tag die Sonne geschienen. Es war recht warm, so mit 16, 18 Grad. T-Shirt-Wetter hätte ich fast mal gesagt. Und wir haben sonntags immer Familientag, deswegen Clashen an der Natur. Ja, ich habe ja so spät durch den Stream hier meine Angriffe machen können, dass ich alle Angriffe mit Avatar und mit Thorsten mal am Handy gemacht habe. Ist ja auch total unüblich, denn ich fühle mich natürlich schon ein bisschen sicherer im lokalen WLAN am großen Tablet. Und habe aber gedacht, ja, Thorsten, da musst du heute mal durch. Denn wir wollen ja ein bisschen, also wir sind relativ früh gefahren, weit vor Mittag. Und um diesen schönen Tag auszunutzen, war auch wirklich bombastisch, muss man sagen. Also Anfang bis Ende. Und ich habe jetzt auch extrem lange hier gewartet, bis dieser Clankrieg hier auch vorbei war. Das hat einfach den Hintergrund, dass es mir einfach lieber ist, dass ich nicht irgendwas im laufenden CK aufnehme. Denn wir wollen ja unter Umständen auch das Ergebnis wissen. Aber hier habe ich bewusst, hier unten rechts ist eine Tesla-Farm rund um die Magiertürme hier. Das ist so ein bisschen, ah, ich will es mal nicht Schlüsselstelle nennen, aber ich habe jetzt natürlich noch reichlich Truppen hier in der Base. Also ist mir dieser Angriff mal gelungen. Für mich eher unüblich, mal ein Packerwalk mit dem Avatar zu machen. Mache ich ja eher wirklich, wirklich selten. Also mit dem Avatar bin ich ja doch schon sehr luftstark. Habe mich aber hier mal zu hinreißen lassen, weil die gegnerischen Bases auch, na, die ließen nicht so wirklich Luftangriffe zu und deswegen habe ich mich im ersten Angriff hier für diese Truppen entschieden. Ja, okay, da gehen mir jetzt zwar meine ganzen Hog Rider da oben flöten, aber das ist, ja, ich glaube, das ist nicht ganz so tragisch. Und wir haben ja schon so ein bisschen aus dem Clankrieg hier vom Video vom Sonntag gesehen und auch von dem Samstags-Livestream. Deswegen
Ja, so ein bisschen ist das auch mal eine It's-Ego-Folge. Ich nenne das immer so It's-Ego. Also ich mache hier die Angriffe, ihr schaut zu. Aber kann ja interessant sein. Und habe jetzt nur noch das dicke Lager hier zu räumen. Und dann war das hier, glaube ich, erstmal ein gelungener. Ich war auch so ein bisschen froh, habe gedacht, oh Mann, hier auf diesem kleinen 6,5 Zoll hier mit deinen dicken Fingern, das wird nichts. Aber ja, es hat ganz gut funktioniert und vor allen Dingen, hier schaltet natürlich nichts um. Komischerweise hier bei mir im lokalen Netzwerk schaltet es immer mal wieder um vom WLAN auf LTE. Und das habe ich natürlich nur am Handy. Also wenn mir das WLAN hier am Tablet flöten geht, dann ist es weg. Aber ihr seht hier, wir haben knapp verloren. 129 zu 134, auch mit unserer Unterstützung hier, die sicherlich, glaube ich, ich hoffe, sie hat gefallen. Mehr konnten wir, glaube ich, hier auch nicht tun. Und ich habe auch hier exakt die gleiche Armee benutzt bei dieser Base hier. Obwohl ich gerade bei dieser Base, bei der 45, habe ich gedacht, boah. Also ich kann euch sagen, das sind ja alles Max-Bases hier. Ich 35, er 45, das ist kein Unterschied hier. Außer, dass seine Helden jetzt ein bisschen kleiner sind als meine. Aber habe ich auch gedacht, hier kommst du mal genau mit der gleichen Truppe durch und mal sehen, wie die sich hier schlagen. Das Gute ist eigentlich immer an dieser Kombi hier, die Queen kommt dir recht früh entgegen. Und jetzt sind noch komplett alle Päcker in Heilung hier. Und die musst du schaffen, denn die muss weg sein für meine Finish-Hab oder Finish-Hocks hier. Und meine Hocks hier, die werden mir alle verrecken. Ja, die werden mir alle verrecken hier. Und alle Truppen werden außenrum gehen. Also eigentlich ein vermurkster Angriff, der aber noch ein ganz gutes Ende genommen hat. Denn ich habe hier unten rechts gesehen, dass jetzt die Bola mit dem einen Packer hier so ein bisschen außenrum latschen. Der Packer tankt hier ein bisschen für die Bola. Auf der anderen Seite latscht jetzt alles nach dahin hin rum. Und da habe ich gedacht, du musst hier diese kleinen Truppen jetzt schützen, indem du das Feuer ein bisschen auf dich lenkst, nämlich auf die Hog Rider. Und ich wusste auch, dass hier unten ohne Ende Fallen sind. Bomben glaube ich gar nicht mehr, aber Fallen ohne Ende. Ich wusste auch, dass die Tesla da auf der Ecke sind. Aber jetzt schaut mal da oben bei den Lagern hier. Also immer noch King noch nicht gezündet, Queen noch nicht gezündet, Heiler noch dabei. Die Hogs sind alle gestorben hier. Das macht überhaupt nichts. Ja, hier links ist auch noch ein Packer. Also schon so ein bisschen, ja, ein kleines bisschen kalkuliert hier an der Stelle. Und einfach das Beste aus diesem Angriff gemacht, so will ich es auch mal sagen. Denn manchmal läuft ja nicht alles nach Plan hier, so wie hier. Ja, erst geht alles rein, dann geht alles raus und da kriegst du die Krise hier als Angreifer. Aber hier habe ich, glaube ich, schon ganz gemütlich beim ersten König Ludwig gesessen. Und ja, war natürlich wirklich, wirklich schön. Konnte mich dann wieder entspannt in die erstoktoberliche Sonne legen. Also es war heute wirklich hier ein super, super Tag. Wir waren hier an zwei Stellen erst. Ich weiß nicht, wer Familie hat, der kennt das. Machst du erst einen netten einen Hofbesuch hier irgendwo in der Gegend. Da gibt es natürlich immer lecker Essen. Also Hausmannskost, was auch immer. Und danach sind wir an einen See gefahren in Ostwestfalen-Lippe, wo auch noch ein sogenannter Ostwestfalen-Tag war. Das heißt also, es waren einige Bundesstraßen gesperrt für den Fußgänger und beziehungsweise nicht für den Fußgänger gesperrt, sondern für den Fußgänger geöffnet, autofreier Tag. Und wir sind hier aber gar nicht so tief in das Land dann reingefahren, sondern sind am sogenannten Obernsee hängen geblieben. Wer ihn kennt, in Bielefeld ein schöner, schön gelegener See mit schöner Gastronomie, so ein bisschen Strand dabei, schön spazieren gegangen, also alles ganz, ganz easy. Aber das war's erstmal von hier. Ich schalte jetzt mal um auf den Toto, denn da freut mich ja was ganz, ganz besonders. Also echt Hut ab und Daumen nach oben. Ich schalte jetzt mal um. Ihr kennt das so ein bisschen ja aus meinen Streams. Hier bin ich auf dem Toto-Account und man glaubt es kaum, ich bin beim Gegner. Ja, ich bin bei unserem letzten Gegner hier gelandet. Die haben auch schon wieder gesucht. Ich gucke mal rein, auch wenn die Folge jetzt länger wird. Ja, gnadenlos. Ich glaube, da habt ihr unter Umständen ein bisschen Glück mit dem Vierer-Clan hier, aber oh, da unten sind so ein paar Rusher. Ja, das geht aber noch. Ich denke mal, die sind auch stark genug. Wir haben nur einen Achter hier unten. Aber ich bin hier bei unserem letzten Clan-Kriegsgegner, Bayern-Deutscher-Clan. Er heißt
Gnadenlos ist, glaube ich, nicht aus der Gnadenlos-Familie. Aber das macht nichts. Die Gegner hier waren trotzdem sehr, sehr schwer, waren sehr, sehr fair. Sehr, sehr fair finde ich vor allen Dingen, dass sie mich hier aufgenommen haben. Denn ich habe einfach gedacht mit dem Thorsten, kommst du hier heute Abend mal rein und sagst mal schön nett Danke für den schönen CK, den wir gespielt haben. Denn es war schon am Ende sehr, sehr eng. Wir haben gedacht, das kann noch mal böse für uns ausgehen, wenn hier alle Angreifer angreifen. Und war nicht so, war aber alles nicht so tragisch. Und deswegen finde ich das hier ein unglaubliches Fairplay. Der Hammer ist, ich bin ja auch nicht der Älteste. Ja, es gibt hier noch Ältere hier in dem Clan. Finde ich richtig nice. Ich bin hier immer noch drin. Spende mich hier so ein bisschen durch. Und gehe aber gleich in den Clan True Warriors wieder zurück. Denn ich will euch natürlich auch den super Bonus letztendlich zeigen. Aber ich kann euch natürlich zeigen, wer hier die beiden Keyplayer in dem CK waren. Ich benenne es mal einfach so, ja. Also, ihr seht das hier jetzt aus der Sicht des Gegners-Clans. Ich denke, die Leute hier von Gnadenlos sind mir nicht sauer, dass ich das mal aus deren Sicht zeige. Und wir haben 48 zu 51 hier verloren. Also wir haben gewonnen, die True Warriors. Und es lag letztendlich daran, ja, hier haben leider zwei Neuner nicht mehr angegriffen. Schade eigentlich auch. Und auf unserer Seite hier haben wir hier, bin jetzt auch ein bisschen seitenverkehrt. Muss ich natürlich auch hier, habe ich ein bisschen Lack gehabt und auch diesen Angriff hier, das ist auch der Hammer, habe ich von irgendeiner Parkbank gemacht, ich weiß gar nicht, wo es war. Und es ist mir mal gelungen, mein zweiter Angriff war eine Dutten, aber der erste hier war mir gelungen, das war glaube ich das 50 zu 48 an der Stelle hier. Und habe also alles in eine Waagschale gelegt, diesmal bei diesem Angriff, denn ich habe auch relativ spät hier mit Thorsten angegriffen, liegt immer so ein bisschen in dem Wochenendstream. Da mache ich keine Angriffe und dann dauert es auch, bis ich eine Base gefunden habe. Und dann haben die anderen natürlich alle schon angegriffen, haben unten die 10er mit 2 gemacht, die 9er mit 3 gemacht. Also schon keine Chance mehr für mich überhaupt noch großartig was zu holen, denn ein 3er auf den 10er ist sowieso immer sehr, sehr schwer. Deswegen musste ich hier oben beim Dreckslev ran. Und da habe ich die einzigen Chancen gesehen, habe jetzt eigentlich gedacht, Mensch, vielleicht habe ich Glück, dass die Queen Richtung Adler geht, aber nee, da geht sie nicht hin. Da habe ich eigentlich schon ein bisschen kapituliert, habe gedacht, na, ob das noch was wird, abwarten. Und habe dann aber jetzt mein King mit auf die Reise geschickt, denn im Moment kriegt meine Queen nicht so wirklich viele Beschuss und habe jetzt gedacht, ja komm, jetzt zock's den King. Der geht hier schon mal rein. Außen gibt es nichts mehr für ihn. Also macht er hoffentlich jetzt erstmal Magierturm und vielleicht auch den Adler. Denn, ja, ihr seht das so ein bisschen Event-Truppe hier. Also mit den Drachen jetzt den Funnel weiter aufgebaut hier. Der Magierturm muss in jedem Fall weg und jetzt auch schon mal die Hütte hier. Da hinten eiert jetzt der Queen rum, aber irgendwie ja, fühlte sich nicht wirklich jemand für den Adler verantwortlich. Endlich geht mein King darauf und jetzt kommt eigentlich meine Hauptarmee hier rein und ja, ich glaube, das ist mir endlich mal gelungen hier. Das gelingt mir auch nicht immer. Ich probiere das ja immer wieder auch in den CKs hier auf RH11er 2 Sterne zu bringen und ich denke mit Queen Walk, Drachen, so ein bisschen Freifunneln, ja, kann dann das gelingen hier. Das ist mir auch mal gelungen, also es ist eher selten, aber hier war es das 50 zu 48, glaube ich, war es. Und der Matze hat nochmal einen draufgesetzt. Ich habe dann meinen Angriff hier kläglich versagt. Ihr seht das hier, Ju auf 6, 45%, alle Bowler gestorben in 3 Riesenbomben. Also grauenhafter Angriff, aber der Swash hat das hier nochmal richtig gut gemacht und hat diese Base hier mit der empfohlenen Kombi von Hocke gemacht. Hocke hat gesagt, du mach mal die 9. Die müsstest du eigentlich packen als Elver mit, also als Elver dippen, heißt es ja, mit King, Queen, Bowler, Hexen, also alles, was hier in der Kombi für RH11 geht. Und der Swash hat auch mittlerweile, ja, die Hexen hat er jetzt auch max. Ich glaube, beim letzten CK waren die noch nicht maxed out und kommt hier aber richtig krass in die Base rein. Und eigentlich habe ich hier schon gesehen, die springen alle noch gut, viel noch am Leben. Und da habe ich schon gedacht, ich glaube, hier habe ich schon gesagt,
Ui, der Matze, da geht was. Ich muss mal eben meine Stimme ölen. Aber die, die meine Streams kennen, kennen auch meine Nahrung. Und ich habe sie hier immer noch, denn ich habe es am Samstag nicht mehr ganz geschafft, meine Bio-Limo hier zu süppeln. Ich habe irgendwann umgestellt auf das Hefezeug, also nach dem Stream. Und ja, schöner Dreisterner hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich in den True Warriors Clan gehen. Ich bereite das eben mal vor. Und ich bedanke mich aber schon mal ganz, ganz herzlich hier für die Aufnahme hier bei dem Clan. Gnadenlos. Ich komme nicht in jeden Clan rein, gerade wenn es deutsche Clans sind und die Jungs und Mädels hier verlieren gegen uns oder gewinnen gegen uns. Ich habe ja nur gesagt, Glückwunsch, schöner CK hier auch von den Gnadenlos-Leuten. Super Angriff hier gemacht. Klar, Fail tut jeder, haben wir auch, habt ihr gesehen. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich hier aufgenommen wurde. Und deswegen sage ich hier schon mal vielen lieben Dank und viel Erfolg noch im CK. Rocky sicherlich. Und damit gehe ich jetzt wieder rüber, gehe jetzt mal kurz zu den True Warriors 1 wieder rein und gucke mal. Ich muss immer mal schauen, kann ich noch was spenden hier in Golem? Ja, in Golem werde ich noch los, kein Thema. Bogis leider nicht und ein Beben werde ich auch noch los hier für den Sascha. Kein Thema, denn ich habe hier, ja, ich, wenn ihr hier schon in so einem, wenn ich schon zu Gast in ihrem Clan bin, dann finde ich, gehört es sich als Gast auch, dass du hier so ein paar Truppen spendest. Das ist einfach von mir aus so gesehen guter Anstand, gute Sitte. Und deswegen liebe ich diesen Clan hier also. Tschüss an Gnadenlos. Ich habe euch im Fokus. Ihr braucht mir keine Freundschaftsanfragen schicken. Alle Clans, wo ich war, habe ich immer in einer Liste in meinen Tags mit Namen, was wir gemacht haben. Also ich merke mir das. Und deswegen gehe ich hier erstmal raus und versuche mal jetzt in die True Warriors reinzukommen. Ich gucke mal, ob ich die True Warriors hier überhaupt in der Liste habe. Ja, das ist auch ganz witzig. Ich habe mich hier schon mal versehentlich beworben bei den Clash Warriors. Das sind die natürlich nicht, sondern die sind's. Und so, da schreibe ich eben mal nur Back rein. Dann wird er hier eben mal accepted. Und ich nehme mal den Thorsten. Ihr müsst das entschuldigen. Ich spreche eben gerade mal nach unten ins Mikro. Auch das werden die meisten meiner Leute kennen, die dieses Video schauen, wenn es denn meine Abonnenten sind. Ähnlich wie hier im Stream gucke ich ab und zu mal auf meine Tablets. Da muss ich einfach nach unten gucken, sonst müsste ich sie so in der Höhe halten. Und hier bin ich jetzt bei den True Warriors. Also hier haben wir noch mal genau den umgekehrten Blick. Also vielen Dank nochmal euch an den Clan Gnadenlos für den schönen CK hier und 51,48. Das ist nicht deutlich. Ja, wenn eure RH9er vielleicht ein bisschen besser angegriffen hätten, wäre das was geworden. Denn nach Prozenten, ihr seht das hier, haben wir nur am Ende vorne gelegen. Ihr habt lange nach Prozenten vorne gelegen und damit ich es nicht vergesse, am Ende super Bonus hier. Natürlich nicht hier, sondern hier. Ja, ihr seht das hier. 2.199.000 Bonus an Gold und Elex und 11.940 Dunkles gab es. Gut, dass ich meinen zweiten Angriff verkackt habe, denn die Treasure wäre hier fast voll geworden. Also die Schatzkammer wäre fast voll geworden. Deswegen kann ich sie auch jetzt einmal leeren. Und ich denke mal, zum Abschluss der Folge hier, ihr seht das hier, ich bin hier ganz hart am Mauer machen, denn die CKs bringen natürlich auch einiges hier rein. Deswegen hauen wir hier noch eine Mauer rein. Und ich bedanke mich schon mal für alle Beteiligten hier am Wochenende, auch am Wochenende in den Stream und in den weiteren Streams, auch beim Clan Gnadenlos, beim Clan The Newbies, bei allen, die von uns bei den Newbies waren und auch bei allen, die hier neu reingekommen sind. Die muss ich jetzt erstmal begrüßen hier, damit sie mich auch kennenlernen und wissen, wie wir hier beim Clan True Warriors ein bisschen ticken. Manchmal ticken wir ja auch nicht wirklich richtig. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis dahin, euer Toto Clasht.